und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Ja, ich auch nicht. Schon ein bisschen her. Und ich bin leider wieder nur Spieler 2. Täuschenderweise, was machst du da? Keine Ahnung. Das war nicht geplant. Nein, vor allem, weil ich mich jetzt nicht mehr bewegen kann. Kein Scheiß. Ich kann mich gerade nicht mehr bewegen. Seitdem du da das Ding betätigt hast. Ja, nee, oder? Okay, also wir sehen uns hier gleich nochmal kurz wieder. Ja. So, jetzt haben wir's. Ich bin auch wieder Spieler 1. So, hey. Und bevor jetzt hier irgendwas passiert, Geschichte fortsetzen. Bevor sie sich wieder anders überlegen. Ja. Yay. Ein fliegendes Auto. Ein fliegender Tropfen, das ist noch viel besser. Rennpappe, die fliegt. Wäre Wahnsinn. Und ab in den Baum. Ab. Dieses Peitschengedöns. Peitschen eine Weile. Genau. Ja, wir bewegen uns. Der Ron und sein Zauberstab. Steinchen. Ach, geht das wieder los? Steinchen. So, ich dachte, du hättest sie bekämpft. Nein. Niemals. Niemals. Ich muss aber mal, glaube ich, ganz kurz hier nochmal den Sound kurz anstellen. Mhm. So. Sollte in Ordnung sein. Hoffe ich. Ich variiere das jetzt nämlich erstmal. Mal gucken. Ey. War ich das? Ja, wer sonst? Ja, ich hab das nicht so ganz mitgekriegt da eben. Du bist ja witzig. War ich das? Entschuldigung. Ja, ah, genau. Entschuldigung. Huch. Ich hab Harry verzaubert. Den kannst du ruhig anschießen. Das ist mir egal. Echt? Ja. Aber Harry hat auch Gefühle. Ja. Oha. Ja, gerade nicht, weil NPC. Huch, so. Oh mein Gott. Ja, wir sind jetzt im zweiten Jahr, ne? Ja. Ja. Ich hab dir irgendwas nicht mitgekriegt. Ja, du hast da tatsächlich irgendwas nicht mitgekriegt. Ja, das ist durchaus möglich. Der hat nämlich so ein komisches Vieh die ganze Zeit, so ein komisches Skelett getanzt. Das habe ich da, das habe ich gesehen. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber wir saufen es mal einfach. Das ist dieser Stärkungstrank. Ah. So. Hier schon alles? Meine, ja, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube. Hm? Hoppla. Na. Da kommen noch bestimmt was zusammen, was denn. Ja, ich glaube auch. Ich ja! Ah, guck an. Jetzt sollten wir eigentlich alles haben, oder? Ja, die Viecher können wir noch nicht. Denn da hoch kommen wir noch nicht. Okay. Gibt's hier? Ja! Nee! Geh weg!
Das macht man nicht. Doch. Natürlich. Ah, diese komischen Dinger. Erraunen. Ja, Erraunen. Genau. Erraunen. Hier müssen wir ja auch wieder irgendwie was zusammenbrauen. Ui. Können wir gar nicht, ne? Nee, weil wir gegen die Erraunen nicht kämpfen können. Nee, gegen diese komischen. Diese Wichtel. Ach. Jetzt hast du da diesen Apfel in der Hand. Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Das hat aber schon seine Richtigkeit. Okay. Ja, hier haben wir schon alles. Du hast es mal hingekriegt. Schon beim letzten Mal einmal. Wow. Immerhin einmal. Wow. Ach, jetzt kriegen wir das Ding, ne? Diese komischen Kopfhörer, also diese Ohrenschützer. Ja. Huch, was habe ich getan? Ja. Du tust öfter mal irgendwas, was nicht so gut ist. Alter. Wir zerstören einfach alles. Wie immer. Lass mich dahin, da ist ein Gott. Ich. Ja, ja, dann halt du nicht. Vorbei, ne? Gib mir doch einfach einen Ohrenschützer. Oh. Alter. Bin ich. Viecher. Oh, ich bin eingefroren. Ja, ja, hier, diese komische Dicke da. Madame Sprout, das hat die ja. Das hat die in dem einen Endkampf da auch, also in einem Bosskampf oder so. Wo Harry gefangen war auch. Die wird die ganze Zeit eingefroren, diese blöde Kuh. Ich hab Ohrenschützer. Blau. Kriegst du nicht. Oh. Ach, deine sind grün. Ja nun. Kann man den jetzt irgendwie hier hochnehmen? Ja, komm her, du kleine Kuh. Also du hast auch ein paar Ohrenschützer, ja? Und wer darf denn die ganze Scheiße hier machen? Ja. Aber ich mag so, die Viecher auch gehört. Nicht. Ach so. Wie immer sehr zuvorkommt. Ja, natürlich. Ja, natürlich, sagt sie. Was meinst du, weswegen du mit mir hier zusammen das aufnimmst? Damit du die Drecksarbeit machen kannst. Irgendwie hänge ich hier fest. Oh. So, dann helfe ich dich auch mal. Wenn du dich da... Bin das nicht, ich bin wieder Ron. Ah, aber Harry steht da sehr, sehr ungünstig. Danke. Bitte. Kein Problem. Umgang mit Erraunen. Yay. Goldstein. Wieder und ein goldener Stein. Da oben aber auch zu einem anderen goldenen Stein. Wie kommt man denn da ran? Autsch. So nicht. Ist aber auch schlecht gelaunt, die Alte. Das Ding gleich einfriert, ey. Ist doch nicht normal. Ja. So eine Lehrerin, die darf uns nicht einfach so einfrieren. Noch eine Vorbildsfunktion. Scheinbar nicht. Der Troller. Aha. Daneben. Ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommt. Und macht nie wieder raus. Hallo. Wollte ich gar nicht. Eigentlich wollte ich hier, das ist... Wieso darf ich da nicht raus? Ah, jetzt. Ist doch. Ja, ich bin da eben, aber... Ach, ist doch alle gut. Mensch. Denk an dein Herz. Welches Herz? Ja, genau das. Tada. Ich meine natürlich diese vertrocknete Rosine, wo mal ein Herz war. Ah, ja, ja. Das sagt mir schon eher was.
Naja, gut. Da. Achso, du hast das Ding ja auf. Ich wollte dich nämlich gerade damit quälen. Guck mal, sie applaudieren mir alle. Ja, hast du gut gemacht. Alle stolz auf dich. Und dafür verzauberst du so, oder was? Natürlich. Ui. Du liviusierst sie quasi. Ich muss aber nochmal, glaube ich, eine kurze Einstellung ändern. Ja. Und sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Jupp. Jetzt wieder mit besserem Sound. Wo will denn der Geist hier hin? Jetzt will er doch hier hinten hin. Ah. Ja, ich glaube, da ist der Pfeil. Okay. Jetzt willst du hier lang. Ih, ein Slytherin ist da oben. Ja! Hat er verdient. Oh, jetzt läuft er weg. Wo läuft er hin? 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 Von dir. Stimmt. Verstehe ich gar nicht. Das verstehe ich gar nicht. Ich habe ihn nur gewehrt. Ja. Eben drum. Und wenn du dich wehrst, ich weiß ja, wie das aussieht. Ach, da ist das. Jetzt sagt der Besonder oben hin. Da kommen wir doch gar nicht hin, oder? Wir müssen hier wieder in das Schränkchen. Glaube ich. Nein, was habe ich denn da jetzt auf? Ich will auch. Stylisch. Wie habe ich das denn? Bei mir hat sich das nicht geändert. Huch. Du musst hier einmal auf den Tisch, bitte. Ah. Ja, sofort. Ich mache hier gerade was für uns. So. Geht jetzt auch ein bisschen schneller. Nein. Ey, nein! Ich bin runtergeflogen. Ach, ja, alles klar. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Ja, relativ eindeutig. Na, nicht? Ja. Wirklich. Jetzt sammeln wir das Geld ein. Mach doch. Nein, du, ich hab doch hier die Raune oder? Jetzt ist es weg. Weg. Verschwendetes Geld. Nicht weinen. Verschwendetes Geld. Alles wird gut. Nein, verschwendetes Geld. Oh Gott. Oh. Wie lange willst du mir das jetzt noch? Ich will das irgendwie ausprobieren hier. Ich krieg nur das eine Stück hier gerade nicht. Tu dir keinen Zwang an. Ich überlege gerade nur. Wie geht das denn jetzt? Ah, okay. Und wie kriege ich das da dran? Okay. Siehst du? Wird sich alles finden. Ey, mach weiter hier. So. Alter, was will dieser Fuzzi da eigentlich von mir? Wer? Dieser Fotofuzzi hier. Ach doch, das ist doch dieser komische Fotofuzzi. Ja. So, für den zweiten Teil. Für das bisschen habe ich mir jetzt hier die Arbeit gemacht. Okay. So. Und da ist auch das Spiel direkt abgestürzt. Das konnte uns nicht mehr ertragen, das Spiel. Nee, ich glaub's auch. Das Spiel hat Schuss gemacht. Ja. Und. Geld! Ja. Und nun geht's hier zum ekelhaften. Schnösel. Das ist so ein Schmierlappen. Ja. Wichtel. Nichts Gunner. Mm-mm. Dumm sein. Ja. Da ist er ganz groß drin. Lügen erzählen. Ist er auch ganz groß drin. Ja. Seine Haare verlieren.
Hübsche Perücke. Du bist doch schon so eine Heino-Perücke. Ja, natürlich. Und wer darf es regeln? Die Schüler. Ja, sicher. Er selber kriegt es ja nicht hin. Salem, lässt du das? Oh. Alles als Spielzeug benutzen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, so ist das mit den Katzenradern. Wie auch immer. Ja, ich hatte, weil ich ja vorhin die Einkaufsliste schon fertig geschrieben habe für meinen Freund, lag der Stift versehentlich, lag er noch auf dem Schreibtisch. Was ist mir, wie ist mir das auch eingefallen, dass der Schreibtisch, der Stift da noch liegen kann? Ja. Salem meinte, damit jetzt spielen zu müssen. Knabbern. Wenn das da auch so verlockend liegt? Ja, natürlich. Kann ich ja nicht wissen, dass er da direkt mit spielen will. Was muss man machen, wenn man die dann jetzt da so eingefangen hat? Weiß ich nicht. Nein! Ah, okay, nochmal gegenschießen. Ja, ich hab den Lieder nicht. Lass dich hier wieder die Arbeit machen. und... Hallo? Er ist so ein Idiot. Ja. Huch. Ich bin immer noch in dieser komischen... Achso. Da so. Hallo, krieg ich auch mal eine anvisiert? Schön, das läuft doch. Hey. Hey, lauf mir weg. Immobilus. Sehr schön. Sag ich doch. Das hab ich doch gesagt. Zicke. Ich weiß. Ich weiß. Sagt's auch noch so eiskalt. Ja. So Geist, wo müssen irgendwo wir lang? Irgendwo war noch hier einer, ne? Ja, ich glaube aber in einem anderen Raum, oder? Ganz toll. Warum müssen wir denn den Spinnen folgen? Können wir nicht den Schmetterlingen folgen? Ja, genau. Eklig. Wie heißt nochmal die Katze? Mrs. Norris. Und, genau, Mrs. Norris. Olle Malfoy. Ja. Eigentlich sowas, so ein Waschlappen eigentlich. Ja, ist er auch. Es ist ja nicht mal fertig, den Schulleiter zu töten. Ist doch wahr. Mein Schluck Wasser getrunken. Ja. Das muss ja auch mal sein. Dann kann es gestärkt weitergehen. Ja gut, ich würde es nicht Wasser unbedingt als Stärkung sehen, aber ja. Ja, ich habe also ich habe schon noch andere Sachen hier, aber. Danke. Sorry. Sorry. Besser. Ey. Das. Also ich habe das immer mit Absicht gemacht. Du machst das mit Absicht. Ja. Frag sie mal, warum. Ey. Kann man damit irgendwas machen? Kann man da jetzt hier irgendwas machen, oder? Das habe ich auch gerade gefragt. Ja! Wie cool!
Sie hat einen Pumpkin-Copter. Ich bin jetzt übermächtig. Ja. Weil du mit einem Kürbis durch die Gegend fliegst, ist klar. Das würde ich vielleicht nicht unbedingt an die große Glocke hängen, das wirkt nicht ganz so cool. Hab ich ja nur mal erwähnt. Okay. So, genug rumgealbert. So. Huch! Erstmal den nächsten Schüler verzaubert. Du darfst sie nicht alle verzaubern. Ja, das war auch Ärger. Das war Versehen. Wenn das der Dumbledore wüsste. Der, ja. Der will mir dazu noch applaudieren. Das glaube ich nicht. Klar. Meinst du? Klar. Oh, ich habe uns ganz viel Geld besorgt. Ach so. Das ist ja auch das, was du am besten kannst. Stimmt. Nach Geld farmen. Ja. Ja, davon kann ich dann wieder ja, shoppen also. Gehen. Ja, ja, genau. Dauert aber noch ein bisschen, bis wir das nächste Mal shoppen gehen können hier. Ja, Gott sei Dank. Na, vielleicht schaffen wir das heute sogar noch so am als Abschluss. Nee, nee, nee. Da doch. Ey, ich hab grad das Ding runtergeschossen. Und? Ah. Die länger gedruckt halten. Hier brauchen wir. Ah, okay. Eigene Zund. Den haben wir gerade nicht. Nee. Der ist leider gerade nicht verfügbar. Der ach. Ist nicht zugegen. Ach, da ist ja. Der. Das mach ich, das mach ich. Ja, dann, ja, ist sehr gut, ist sehr gut. Bleib locker, Brauner. Du darfst es ja machen. Ja. 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 Ich hab ne Rade. Nicht mobben. Kann mir auch so ein Ding holen. Was da jetzt rein? Jetzt pflanzt das Vieh doch endlich ein. Ja, es wollte ja eben nicht. Es wollte nicht so, wie ich wollte. Okay. Ist das so ein Klatscher? Ja. Geld. Ja. Ist aber immer noch nicht zum Shoppen. Nee, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ja. Viel mehr. Wir haben ja hier Preise. Fällt es ja hinten rüber. Ja, nee. Flugstunde. Ja. Bitte nicht. Nee, ich glaube nicht. Tschüss. Und ab hinterher. Ja, genau. Das ist auch mal nicht schlecht. Einmal in die Erde. Ja, natürlich müssen wir wieder auf Rettungsaktion gehen. Ich wusste es. Ich kann es nicht lassen. Nö. Ja, Geld. Ey. Ui. Was denn? Ich wollte auch runter. Ey. Kannst du doch. Geld. Ey, du bist echt also gieriges Wesen. Manchmal. Manchmal. Kommt drauf an, worum es geht. Naja, gut, okay.
genehmigt. Extra Steinchen. Noch mehr Steinchen. Was man jetzt alles übersieht, wenn man nicht nochmal zurückguckt. Ja, du bist ja halt unsere Geldqueen, ne? Also von daher. Du warst diesmal sehr, sehr nachlässig. Ich? Dafür haben wir dich doch. Beim letzten Mal hast du gesagt, du kümmerst dich um die Kleinigkeiten, um die Feinheiten. Ja. Jaha. Ich hab's ja nicht gesehen. Wie sag ich ja, sehr nachlässig. Dafür, dass ich sonst immer alles vergesse. Sag mal. Ich will doch nur an die Fahne. Das war nicht nett. Ey, ich komme hier nicht weg. Wir müssen Dobby verletzen. Danke. Geh doch mal an die Seite. Ja, hallo. Weh. Der Dobby. Nein! Das kann schneller passieren, als man denkt. Ja. Warte mal ab. Jetzt ist es ja schon passiert. Ich bin im Blau. Nochmal muss nicht. Oh Gott. Ich hab ihn doch. Der kurze Schreckmoment. Ja, den hast du irgendwie sehr oft. Ja. Ja, in diesem Spiel krieg ich, glaube ich, noch irgendwann eine Herzattacke. Das findest du gut. Nein! extra Steinchen, extra Steinchen, extra Steinchen. Oh Gott. Oh Gott. Gut, dass wir das nicht täglich aufnehmen. Das ist viel zu nervenaufreibend für dich. Ja. Und da haben wir dich da liegen und das ist dann auch nicht gut. Nee. Oh, mach dich völlig groggy. Das hin? Groggy. Wo muss das hin? Ah, das muss da hin, okay. Zack. Nein! 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 Scheiße! Kann man echt nicht mehr zurück? Nein! Oh Gott. Was hast du getan? Ich wusste nicht, dass es dann direkt weitergeht. Was hast du getan? Es tut mir leid. Eieiei. Jetzt ist der Nervenzusammenbruch vorprogrammiert. Ich schwör's dir. Ja. Aber ganz gewaltig. Wir hätten eine Medaille gedingselt bekommen. Noch. Ja, Stückchen. Die holen wir uns zum anderen Mal. Das kriegen wir schon hin. Mein Herz. Mein armes Herz. Lass mich das hier einsammeln, bevor sie noch einen größeren Schock kriegt. Hallo, Steinchen. Hallo. Steinchen! Sag mal. Waschen? Okay. Den wahren Zauber kriegen wir diesmal, glaube ich, nicht zusammen. Meinst du nicht? Nein. Es fehlen uns ja einige Steinchen. Ja, das verstehe ich gar nicht. Wie das passieren kann. Nicht? Nee.
mir gerade unbegreiflich. Ach. Okay, jetzt. Dann kommt man wieder da hoch. Okay. So. Nein, 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 nein! Oh Gott. So, gerade erstmal nichts machen. Wir kriegen hier extra Steinchen. Ja, ich mache ja gar nichts. Da hat's geklappt, oder? Ist doch alle cute. Ja, hat er geklappt. Ja, ich weiß, ob wir schon alles haben. Noch nicht. Und jetzt? Das war's erstmal mit Dobby für die kurze Zeit. Okay. Und tschüss. Jeder normale Mensch wäre dabei gestorben. Aber er doch nicht. Ich hab die Szene damals gehasst. Ja, das, Wie war so eklig. Etwas eigenartig aus. Etwas eigenartig? Ja. Ein Arm ohne Knochen? Ja, ist halt so Pudding, nicht? So. Aber am besten machen wir im nächsten Part weiter. Denn jo. Wir sind schon bei 31 Minuten. Und okay, dann sollten wir das tun. Ja, und wir sehen uns dann hier gleich wieder. Ciao. Bis gleich.